Dankeschön. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Oliver Krischer. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Bundeskanzlerin, im Netz kursiert derzeit ein Video, eine NDR-Talkshow aus dem Jahr 1997. Da äußern Sie sich sehr vehement, dass in Sachen Klimaschutz schnell und konsequent gehandelt werden muss. Sie sagen, und das finde ich gerade 25 Jahre zurück sehr weitsichtig, Sie argumentieren auch, dass die Folgekosten Nichthandelns im Umwelt- und Klimaschutz oft die Kosten des Handelns übersteigen und plädieren deshalb sehr stark für im Jahr 1997 für schnelles Handeln. Wie würden Sie nach 16 Jahren Ihrer Kanzlerinnenschaft die Bilanz in Sachen Klimaschutz vor dem Hintergrund Ihrer damaligen Äußerungen, die, glaube ich, nicht nur in dieser einen Talkshow, sondern öfters von Ihnen gemacht worden sind, bewerten? Ja, ich war halt Umweltministerin, nicht? Und zu dem jetzt damaligen Zeitpunkt. Und wir hatten ja das Kyoto-Abkommen damals als rechtliche Grundlage. Und wir hatten die Verpflichtung, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon zwischen 1990 und 2010 in Deutschland den CO2-Ausstoß um 20% zu reduzieren. Und die IPCC- oder IPCC-Berichte sind dann ja immer drängender geworden in der Folgezeit. Das hat dazu geführt, dass wir den Beschluss gefasst haben, zwischen 2010 und 2020 nochmal um 20% die CO2-Emissionen zu reduzieren, also zu verdoppeln unserer Anstrengung. Und wenn man bedenkt, dass in die Zeit 1990 bis 2010 ja die gesamte deutsche Einheit fiel mit dem gesamten Zusammenbruch der Wirtschaft dort, war dieses Ziel 2010 bis 2020 so vorzugehen, und das hat dann, haben wir dann, ich weiß nicht mehr, ob das unter Rot-Grün so beschlossen wurde, wahrscheinlich in der Regierungszeit von Gerhard Schröder, aber das haben wir sofort übernommen. Das heißt also, wir haben unsere Anstrengung verdoppelt. Und jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, was morgen verabschiedet wird, werden wir von 40% auf 65% in 10 Jahren gehen. Und da wir wissen, dass es mit Sicherheit nicht leichter wird, sind das also wachsende Ambitionen über die Dauer meiner politischen Tätigkeit. Und da würde ich sagen, da drückt sich eine gewisse Dringlichkeit aus, ja. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Danke, Frau Bundeskanzlerin, für die Erläuterung. Mich würde aber da noch mal konkret interessieren, Sie haben jetzt die Ziele beschrieben im Laufe der Zeit, aber würden Sie das auch in der Rückschau, wie Sie damals argumentiert haben, was in den letzten 16 Jahren passiert ist, als ausreichend betrachten? Oder würden Sie heute sagen, das hätte eigentlich mehr sein müssen? Und meine weitere Frage, was würden Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger damit auf den Weg geben, was man im Klimaschutz tun muss? Naja, wir hatten ja zwei Sorten von Problemen. Ich habe damals, war sehr glücklich, dass das Kyoto-Abkommen verhandelt wurde und habe dann mehrere Rückschläge mit Schrecken zur Kenntnis nehmen müssen. Erstens, dass die Vereinigten Staaten von Amerika niemals das Kyoto-Abkommen unterzeichnet und ratifiziert haben. Zweitens, dass große Länder wie Indien erklärt haben, niemals werden sie verpflichtend ein internationales Abkommen unterzeichnen, bei dem das nationale Parlament sozusagen seine Reduktionszahlen vorgegeben bekommt. Das hat dann zu dem Rückschlag von Kopenhagen geführt und dann zu dem heutigen Paris Accord, wo man ja von freiwilligen Verpflichtungen ausgeht. Und ich glaube, in meiner politischen Zeit, wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber das kenne ich auch echt im Augenblick niemanden. Aber wir haben als Europäische Union doch sehr anspruchsvolle Vorgaben uns gemacht. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass das Pariser Abkommen verabschiedet werden konnte. Ich gucke immer auf das gelbe Flackern. Und wir haben sozusagen auch weltweit doch sehr daran gearbeitet, Klimaallianzen zu schmieden, dass China heute solche Vorschläge hat, dass wir erfreulicherweise auch die Vereinigten Staaten von Amerika wieder an Bord haben. Das sind gute Dinge, aber die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht. Aber es ist viel passiert und mit einem höheren Tempo als 1997 sozusagen auf der Agenda stand.